und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um meinen Wickelrucksack. Ich habe schon mal ein Video gemacht beim ersten Kind mit der Wickeltasche. Diesmal ist es ein Wickelrucksack und es ist einiges mehr drin. Ich verlinke euch aber das andere Video auch mal. Ich habe den hier bei Amazon gefunden, ich glaube für 30 Euro. Ich finde, für das Geld ist der echt super. Ich hole mal raus und dann zeige ich auch, wie er von innen aussieht, was ich so alles mit dabei habe. Also vorne hat er schon mal hier einen Reißverschluss und da kann man Flaschen reinpacken. Ich habe hier immer auf jeden Fall eine Flasche drin, manchmal auch noch mal Snacks drin, wie Banane oder so. Das passt da perfekt rein. Ja, für drei Kinder, das passt auch, ne? Wenn ich mit Patenkind unterwegs bin, ist 1A. Dann hat es an der Seite zwei Fächer. Auf der Seite habe ich dann bei dem jetzigen Wetter Sonnencreme nochmal mitgehabt. Jetzt bei den kalten Tagen kommt dann hinten Wettercreme stattdessen rein. Andere Seite ist auch richtig cool. Da habe ich immer die waschbaren Feuchttücher drin, weil dann kann man nämlich hier öffnen und dann kann man einfach hier das so rausziehen. Genau. Ja, zudem hat der hinten zwei Reißverschlüsse. Einmal den großen hier. Da kommt man direkt an die Wechselkleidung. Also alles, was unten dran ist, dran zu wickeln. Das heißt, man muss nicht von oben wühlen, sondern man kann von unten reingreifen. Das ist super praktisch. Und hier ist natürlich was für die Mama, was auch nicht fehlen darf. Natürlich eine Nasstasche drin. Hat auch ein Trockenfach. In einem Trockenfach ist meine Binde drin. Ja, ne? Waschbare Binde zum Wechseln. Und im großen Fach kommt dann logischerweise die dreckige rein. Die ist natürlich auch griffbereit, damit es auf Toilette wirklich schnell geht. Ja. Und für eine Freundin oder so habe ich auch noch mal OBs sicherheitshalber drin. Ich selber benutze die ja nicht mehr, aber man hat ja welche übergehabt, ne? Ja. Die Haken hier sind auch extrem praktisch. Kann man direkt am Kinderwagen so dran klippen. Hält auch super. Ja. Sorry, mein Handy. Das hier hatte ich auch immer an der anderen Wickeltasche dran. Da sind die Schnuller drin, Ersatzschnuller. Jamies. Und von der Kleinen habe ich auch einen reingetan, aber eigentlich hat sie noch keinen Schnuller. Wir wissen nicht, ob wir ihr den geben möchten, aber situationsabhängig kann es auch so unterwegs passieren, dass man einfach nicht mehr weiter weiß und dann einen Schnuller zur Hand haben möchte. Ja, deshalb ist er dabei. So. Innen drin zeige ich nochmal leer gleich, wie es aussieht, aber jetzt fischen wir erstmal alles raus. Ich habe ein großes Spuckloch in Anführungsstrichen mit. Das ist halt ziemlich klein und handlich noch, aber das soll das Große ersetzen, was ich immer mit dabei habe. Das liegt aber immer beim Kind, weil es immer wieder spucken könnte, sowie zwei kleine Spucktücher immer beim Kind bei sind und ein Ersatzspucktuch in der Größe ist halt immer eine Wickeltasche. Dann habe ich eine Einkaufstasche, auch eine Nasstasche, ist extra so ein Snackbeutel, ist für ein belegtes Brötchen. Für auch nichts anderes gedacht. Dann habe ich hier nochmal eine Baumwolltasche, die nur für Brot ist. Brot oder Brötchen, wenn ich was beim Bäcker kaufe. Da kommt auch nichts anderes rein und sobald ich einkaufen war, kommt es halt in die Wäsche. Ja. Dann haben wir Windeln. Wir wickeln ja unterwegs immer noch mit Wegwerfwindeln. Das haben wir bei Jimmy auch von Anfang an gemacht. Mache ich jetzt immer noch so, weil ich einfach keinen Platz habe für so viel Stoffwindeln oder Füllmaterial für Stoffwindeln. Die Kleine braucht je nachdem im Moment, wenn man 2-3 Stunden unterwegs ist, manchmal bis zu 10 Windeln. Deshalb, ja, beide Größen für beide Kids. Dann Taschentücher, ne, dürfen nie fehlen. Das kommt meine ganze Sammlung hier. Nasstaschen. Das ist einmal für die Feuchttücher, für die verwendeten, selbstgemachten. Dann haben wir hier einmal, opala, die Dreckkleidung. Das hier ist für Windeln, das ist ja meine neueste, die von Anna ist. Und das ist wirklich praktisch mit diesem zweiten Fach. Liebe ich schon.
Hier kommt dann die Einlage rein und wenn die Überhose noch sauber ist, packe ich die vorne rein und dann muss die nicht so in die Tasche. Das finde ich viel besser. Ja, dies hier ist für meine Stilleinlagen, für meine Waschbaren, denn ich habe auch waschbare Stilleinlagen. Genau. Dann habe ich auch Wegwerfstilleinlagen, die sind immer noch von Jamie über. Ja, hatte ich damals auch in diesem Etui drin. Genau. Dann haben wir, wie heißt das? Erste-Hilfe-Set. Habe ich immer mit dabei, hatte ich auch schon, bevor ich Kinder habe, immer mit dabei. Man weiß ja nie. Ein Stift, auch super praktisch, falls man irgendwas unterschreiben muss. Dann, logisch, Portemonnaie, ne? Ja, dann habe ich hier nochmal, schon wieder mein Handy, Pflaster, Wickelunterlage, eine schön dicke, waschbare. Ich liebe sie einfach, weil sie schön groß ist und wie gesagt, waschbar, ne? Also ja, die zum Wegwerfen, die sind total unnötig. Ja, das sind auch noch immer die Windelbeutel, die ich seit Jamie habe. Da sind ja 100 Stück drin, die sind immer noch nicht alle. Und er ist 2,5. Ja, was soll ich sagen. Dann haben wir natürlich auch nochmal Feuchtigkeit zum Wegwerfen. Ich kann mich noch nicht ganz trennen davon, aber die letzten Feuchttücher muss ich immer wieder selber nass machen mit abgekochtem Wasser, weil wir sie selten verwenden. Dann habe ich noch ein Lätzchen drin, falls das Kind mal irgendwas unterwegs isst, was wie ein Eis sein könnte oder so, wo es auf jeden Fall sich voll schlabbert. Ja, was viel Platz wegnimmt jetzt, ist die Wechselkleidung, gerade im Winter, ne? Das hier ist von der kleinen Maus, das geht ja noch, ist ja recht klein jetzt, handlich, ne? Ich habe einfach einen Strampler genommen, da braucht man nämlich nicht Hose und Socken, einen Langarmbody und einen Pullover. Ja, bei Jamie sieht es schon wieder anders aus. Fällt schon die Strumpfhose auseinander. Eine Strumpfhose, dann nochmal Socken, eine lange Hose, Langarmbody, Kurzarmbody und ein Pullover. Genau, das ist die Wechselkleidung. Und ich glaube, damit ist dann auch alles, alle, ja, also auf die Krümel und so dürft ihr jetzt nicht achten, wenn ich euch die Tasche von innen zeige. Ich glaube, das sieht überall gleich aus. So schaut die Tasche von innen aus. Hier habe ich dann Pflaster drin. Und ich glaube, ich mache auch den Kugelschreiber hier rein. Ich hatte ihn jetzt hier dran stecken. Hier kann man den Schlüssel dran machen. Das mache ich auch immer, weil dann braucht man nur an einem Bändchen ziehen. Und man hat den immer griffbereit. Hier unten habe ich nichts drin. Rein theoretisch hat man hier unten auch nochmal ein Fach, wo man was reinpacken kann. Ja, und hier habe ich dann das Tasche und Portemonnaie und so. Hier die Windeln. Und unten halt den ganzen anderen Rest. Ja, hier nochmal die Fächer von dem Trinken. Dann hat man rein theoretisch auch hier noch ein Fach, wo man das reinpacken kann. Habe ich aber auch nichts drin. Ja, also ich gucke mal, ob ich einen finde, dann verlinke ich euch den. Also ich finde, für den Preis ist der echt Bombe. Man merkt natürlich, also es waren aber auch nur 30 Euro hier, dieses... Ich weiß gar nicht, ob das Kunstleder oder Echtleder ist. Ich glaube, Kunstleder geht natürlich hier auseinander, aber mein Gott, bei dem Preis kann man eigentlich nicht meckern. Ne? Also 30 Euro für einen Rucksack ist ja nichts. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr lieber einen Wickelrucksack oder eine Wickeltasche habt. Also ich muss sagen, jetzt definitiv Rucksack mag ich viel, viel lieber als Wickeltasche. Ja, und schreibt mir mal rein, was ihr noch so mitnehmt oder was ihr als überflüssig seht. Ich habe natürlich viele Nasstaschen. Das ist wahrscheinlich für viele überflüssig, aber dadurch, dass wir ja nachhaltiger versuchen zu leben, also in vielen Dingen schon mal umdenken, aber lange noch nicht so weit sind, sammelt sich natürlich da einiges an Taschen an. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!